Katja Krasavice live in der Abendshow. Das ist das Buch, die Bitch-Bibel. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Live-Fernsehen, ist das anders als Live-YouTube? Ja, natürlich. Also du kannst es ja nicht danach cutten. Das ist jetzt live, was ich sage. Sie hat absolut recht, das stimmt. Wenn wir jetzt hier schlimme Sachen sagen und irgendwas passiert, dann kriegen wir ein Problem. Katja, ich hab deinen Namen nur gepostet auf meiner Facebook-Seite, ja, und habe gesagt, Katja Krasavice kommt, ihr habt eine Frage. Ja. Und die Leute sind völlig durchgedreht. Ja. Und ich würde dir gerne ein, zwei Fragen von dieser Seite, von meiner Seite vorlesen, weil da sind schöne Fragen dabei und ich glaube, das ist auch relevant einfach, relevantes Zeug. Hier möchte das einer wissen, die Jugendfreien, wa? Ja, pass auf, Dirk möchte zum Beispiel wissen, welches ist dein Lieblingsdinosaurier? Tyrannosaurus Rex. Rex oder Sex? Beides. Sehr gut. Oh, das war ein gutes Wortspiel. Ja, neuer Rapper. Das ist, als wenn wir zusammengearbeitet hätten gerade, so ein bisschen. wollen wir mal deine neue Single reingucken? Gerne. Das neue Single? Du meinst eine vom alten Album? Vom Boss? Also alt ist das schon, wenn du ja, das ist auf dieses ist das Jahr erschienen. Das erste Album? Genau. Und jetzt ist ja das neue Album. Das kommt aber erst im Januar. Genau, aber da ist jetzt die Promophase und das ist schon fertig, weil da ist schon alles durch. Du willst mich doch fertig machen live, oder was willst du mir? Und das Album ist auch auf 1 gegangen. Ja, und das Buch ja fast auch. Das Buch ist Bestseller, ja, überall, außer halt beim Spiegel. Aber durch, von den Zahlen her ist es trotzdem Bestseller. Im Spiegel sind ja auch wirklich Assis, muss man sagen. Die Spiegel, also, ja, ja, bitte klatschen. Oder? Das ist doch... Nee, also lass uns ja, ist aber Bestseller. Wir haben, der Song heißt Casino. Genau. Da würden wir jetzt einmal reingucken. Jetzt sehe ich. Ich sehe sehr viel Sex in dem, was du tust. Das ist ja kein Zufall. Mhm. Aber ich habe da einen interessanten Artikel gelesen. Ja. Und da hast du dich ganz klar von Pornografie distanziert. Ja. Das muss mir jetzt erklären. Was ist da für dich die Grenze? Was ist der Unterschied? Naja, mir ist das wichtig. Also klar, man würde jetzt denken, ich bin das Gegenteil von Selbstbestimmtheit. Aber ich finde, eine selbstbestimmte Frau kann auch freizügig sein, ohne eine Pornodarstellerin zu sein. Und bei mir ist es immer so, ich wurde immer in die Nische reingedrückt. Ja, die ist halbnackt, dann muss sie ja Pornos drehen. Ja. Aber ich muss keine Pornos drehen. Ich kann auch so halbnackt sein. Das stimmt. So, mir gefällt das. Sehr gut. Dankeschön. Das ist, und danke. Und das heißt, das hältst du auch dich aus diesem Business raus? Weil ja, also ich habe nichts gegen dieses Business. Ist ja okay, wenn man das macht, aber ich habe damit nichts zu tun. Ich bin einfach nur gerne freizügig. Gut, aber auf der Venus warst du auch? Genau, war ich. Ich war damals gebucht, das will ich auch nie wieder machen. Ah, okay. Ich war da gebucht, ich war da an dem Stand und meine Fans kommen, so ganz normale Menschen, schön angezogen, gut riechend. Und dann habe ich gesehen, was das Venus-Publikum ist und dann wusste ich, okay, das ist nicht so mein Ding. Ah. Nein, danke. Ich verstehe, du hast die hübschen, netten Fans. Und bei die wunderschönsten Fans. Bei Michaela Schäfer, da riechen sie unangenehm. Na, da kommen Männer an, da weißt du auch, warum die Pornos gucken. Ist das so? Ja, wirklich. Ich dachte, alle... Das war ein Schock. Das war ein Schock. Wirklich? Was sind das für Männer? Das muss ich ja, sagen. Guten Tag. Ja. Fotos machen die. Ja, die machen von den Frauen Fotos. Also von den Frauen? Ist ja widerlich. Eine Frau steht einfach nur da. Ja. Und da kommt ein Mann und macht unterm Rock Fotos. Und ich finde, das geht gar nicht klar so. Das egal, ob bossy oder freizügig so. Aber das ist das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, von der Selbstbestimmtheit. Genau, ich finde, das ist nicht selbstbestimmt. Ja, Frauen werden sexualisiert auf der Venus. Mhm. Du bist einfach nur sexuell. Ich sexualisiere mich so, ich mag das. Aber ich lasse mich nicht sexualisieren oder in eine Nische reindrücken. Was würdest du denn machen? Ja, klatsch ruhig, das ist so okay. Sehr gutes Publikum auch. Auch cool, dass Publikum da ist. Ja, überhaupt, ne? Ja. Das ist ja heutzutage schwierig mit Publikum. Ja. Ja. Was würdest du machen, wenn du in den 80ern geboren wärst? Was wärst du geworden? Ich meine, du bist jetzt YouTube-Phänomen. Bei mir ist es ja nicht so, dass ich irgendwas werde. So, bei mir ist es so, ich mache einfach mein Ding, so was ich fühle. Das hat halt mit YouTube angefangen und dann hatte ich halt Lust auf Musik und ich mache das, was ich fühle. Und keine Ahnung, was ich in den 80ern gemacht hätte. Also es ist nicht, dass es gibt keinen Businessplan, wo du sagst, ich mache erstmal YouTube und wenn ich da abräume, dann mache ich eine Platte. Nein, ich wollte Musik von Anfang an machen. Okay. Mein erstes Video auf YouTube war sogar Musik. Okay. Ja. Und das gibt's aber nicht mehr? Nee, das gibt's nicht wegen GEMA. Also es war wie Camp Stock. GEMA, weißt du? Das sieht. Das kenne ich auch. Wirklich ärgerlich.
Sehr, sehr gut. Das Buch, muss ich sagen, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich muss dir ehrlich was zeigen. Ja, was denn? Also was, was wir zeigen können? Oder? Ja, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, aber ich wusste nicht, dass du ein Hardcore-Fan bist. Du hast aber Buch, mach mal die erste Seite auf. Ja. Hier ist eine Widmung. Eine Widmung für mich? Ja, für dich. Toll. Toll. Ich wusste nicht, dass du es auch schon hast. Jetzt haben wir zwei, das können wir jetzt verlosen einfach, ja, oder? Wir können es verschenken. Ja. Wenn Sie es haben wollen, dann schreiben Sie am Postfach RBB. Bestseller. 2713. Am Postfach Bestseller. Brandenburg. Nee, Sie können einfach eine Mail schicken. Wir verlosen die einfach. Wir verlosen die einfach. Aber tatsächlich zu dem Buch, das ist ganz interessant, weil wenn man sich die Kritiken für dieses Buch anguckt, die sind nicht so, wie man es denken würde. Leute haben nicht geschrieben, oh Gott, jetzt macht sie auch noch ein Buch. Mhm. Sondern dieses Buch ist sehr, sehr ehrlich. Ja, 100%. Das ist tatsächlich so, dass man dieses Buch liest und das Gefühl hat, du bist irgendwie abgeschminkt, nicht aufgestrappt, sondern tatsächlich 1:1. Ja. Und dein Leben ist ja jetzt auch nicht so verlaufen, dass man sagen müsste, die hat immer Glück gehabt. Nee, gar nicht. Hat dich das Überwindung gekostet, das so zu machen? Weil extrem. Mein Gefühl wäre jetzt, du hast immer Show um dich, du bist bunt, du bist irgendwie auffällig und das schützt dich. Und dieses Buch hat das ja nicht. Bei mir ist es so, mit meinem Äußeren kann ich nach außen gehen, ist es so egal, wenn jemand sagt, eklig oder bla bla bla. Ich bin sehr gerne freizügig, aber solche Sachen, die so privat gehen, kann ich gar nicht. Ich kann nicht über mein Inneres reden und das mit dem Buch war krank für mich, also sehr anstrengend für mich. Das heißt, du redest nicht darüber, du hast es aber aufgeschrieben. Guck mal, man macht das ja so, man erzählt erstmal sein ganzes Leben und dann macht man erstmal dann die ganzen Auflistungen. Das ist nicht so einfach, du musst in deinem ganzen Leben rumwühlen. Du musst deine ganzen Traumas oder... Was war der schlimmste Part, den du da drin hast? Was ist, wo du sagst, okay, das ist... Mein Vater auf jeden Fall. Ja, dein Vater, war sehr schlimm. Ja, das müssen wir kurz erzählen. Dein Vater sitzt im Gefängnis? Genau, nein, mein Vater saß im Gefängnis, leider nicht mehr. Ich finde es sehr schade und sehr komisch. Mein Vater hat Kinder missbraucht und die waren 8, 9 Jahre alt. Das waren meine Freundinnen. Und du musstest auch vor Gericht aussagen, gegen deinen eigenen Vater? Ich musste gegen ihn aussagen, aber ich war zu jung dafür. Mhm. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also ich wusste selber nicht mal, was das ist. Und er hat auch 3 Jahre bekommen und so, das finde ich viel zu wenig. Gibt es da irgendeine Form von Kontakt? Oder sagst du... Er hätte bestimmt gerne Kontakt, ich möchte aber keinen mit ihm haben. Verstehe man. Da sind viele Schicksalsschläge drin. Auch das Mobbing, was dir widerfahren ist, als du jung warst und klein warst. Aber im Prinzip hast du auch da schon das getan, was du jetzt tust. Nämlich versucht, dich zu betonen, zu übersteigern und aufzufallen. Ja. Aber damals mit sehr, sehr vielen negativen Reaktionen. Mhm. Und empfindest du das jetzt, ist das wie so eine Gutmachung, dass du wieder gut machst, dass du jetzt das Gefühl hast, das war doch eine richtige und schlaue Idee? Ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Man weiß ja nicht, wie das Leben läuft. Am Ende, ich bin 24 Jahre alt. Ne? Mal gucken, was noch so in meinem Leben passiert. Aber ich fand es einfach wichtig, weil es gibt so viele Leute, die zu mir aufschauen und die nur mein Äußeres kennen und denken, ja, die ist dumm, die ist Barbie und die weiß einfach, wie sie sich verkauft. Aber hinter dem Ganzen ist einfach eine Riesen-Story und ein krasses Leben. Und mir war das wichtig. Und ich bin dankbar, dass es sich so gut verkauft hat und das kleine Mädchen auch vor allem geholfen hat. So, weil viele haben mir auch gesagt, kommen Mädchen, die weinen auf der Straße und sagen, ey, mein Leben ist genauso scheiße, danke für dieses Buch, es hat mir unnormal geholfen. Ja, ich finde, das Buch ist tatsächlich das Beeindruckendste. Ich bin stolz darauf, Und es gibt eine neue Platte, die kommt im Januar. Genau. Die hat den schönen Namen? Eure Mami. Eure Mami? Mhm. Du bist aber keine Mami. Mhm. Du willst aber doch jetzt Mami werden. Nein. Also nicht jetzt sofort. Sondern ich bin schon Mami, ohne ein Kind zu haben. Okay, wer sind die Kiddies? Also, wenn man auch das Buch liest, so auf YouTube war ich die allererste Bitch. Die allererste Freizügige. Dachte ich war das. Nein, aber das war ich. Du kamst danach. Ich kam mit zweites. Aber ist okay. Deswegen bin ich ja die Mami. Und ich war so die allererste Freizügige, die erste Bitch. Und ich habe das auch ins Rap und in die Musik reingebracht. Und ich bin die Mami davon. Und selbstbestimmte Bitch und Bitch positiv verbunden. Genau, positiv, ja. Katja, es war wunderschön. Ich danke, dass